Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Nummer 1. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im vierten Stock, Damenkleidung im ersten. Hier, im zweiten Stock findest du Kinderkleidung. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im vierten Stock, Damenkleidung im ersten. Hier, im zweiten Stock findest du Kinderkleidung. Nummer 2. Hier, bitte. Die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites? Oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Hier, bitte. Die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites? Oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte.
bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Von Mario möchte bitte zum Informationsschalter im ersten Stock kommen.
Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Im Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Nummer 14. Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Nummer 15. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören.